Jetzt sind wir gerade im tiefsten Niedersachsen und man kann sagen, wir suchen jetzt ein Lost Place. Das ist ein bisschen schwierig zu finden. Ich kenne es noch von ganz früher. Als Kind waren wir öfters mal hier. Ja, und? Ja, ich glaube, dein Papa kennt das selbst auch noch. Ich war früher auch hier mit dir und bin gespannt, was sich verändert hat, ob wir es finden überhaupt. Ja, es war eigentlich immer schon ein Lost Place, solange wie ich es kenne. Ja, aber das macht jetzt das Ganze, macht es jetzt vielleicht spannender für John mit dem Waldspaziergang, dass man sozusagen ein Ziel hat. Und das Komische ist, dass wir, glaube ich, auf dem falschen Weg sind. Ich glaube nicht, dass das hier ist, oder? Das ist auch schon lange her, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, ziemlich verändert hier. Okay, wir suchen mal. Mal, dass wir nicht lost gehen hier auf der Suche. Nein. Nee? Ja, wir müssen hier lang. Hier sind wir richtig. Gut. Kutscher kennt den Weg. Ja. Das ist eine Erinnerung wirklich an die Kindheit. Also wir sind hier früher mit dem Fahrrad hingefahren. Und war für uns Kinder immer ein richtig unheimlicher Ort. Und dieser Wald hier, muss ich mal sagen, ist heute noch toll, oder? Mhm. Johnny, so ein echter Wald. Also ich bin jetzt mal ehrlich, ich war ja mit Stefan schon öfters in verschiedenen Wäldern und es gab einen, ich glaube, den fand ich sogar besser. Da war halt wirklich alles ganz zu mit Bäumen und so. Und da war auch wirklich, wenn man geredet hat, da hat sich das angehört in so einem Synchronstudio, weil wirklich das so klar war. Es war auch so ruhig, man hat halt nur Vögel gehört und... Ja, kann ich nachvollziehen. Ist schon irgendwie komisch, dass... für manche Kinder es nicht normal ist, in einen Wald zu gehen. Also für mich war es früher total normal. Das ist eigentlich auch nicht so normal, finde ich. Nee, meine ich. Ja, das ist halt heute anders. Ja, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, wir haben es gefunden. Also mitten im Wald hier steht ein altes Mausoleum. Was ist ein Mausoleum? Ja, Simone. Wie ist das sowas? Wie eine eigene Grabstätte. Genau. Würde ich sagen, von einer Familie, eine Grabstätte. Ja. Und dieses Mausoleum, das ist schon ganz schön alt. Also zumindest weitaus über 100 Jahre, würde ich sagen. Wir gucken uns das mal eben von außen an und gucken, ob wir da auch reinkommen vielleicht. So, jetzt kommt die spannende Frage, wie alt dieses Gebäude hier eigentlich ist. Hinter uns sind ja steht erbaut und dann eine römische Zahl. Kennst du römische Zahlen? Manche nicht.
Alle, ich sehe gerade, sehe es gar nicht von dir. 4, M, C, M und 2. Und wir wissen, dass M steht für 1000 und die C steht für 100. Und in der römischen Schriftweise bei den Zahlen werden die großen Zahlen immer nach links geschrieben. Das heißt also, M steht für 1000. Dann ist ja noch ein zweites M da, aber davor steht ein C. Das heißt, C für 100 wird abgezogen. Also haben wir nicht 2000, sondern wir haben 1900. Und die 2 ist für 2. Also haben wir 1902. So, jetzt gehen wir mal rein. Faszinierend. Schade, dass schon so viel kaputt ist. Es ist wahrscheinlich auch viel Vandalismus im Laufe der Jahre. Aber die Fenster oben, ist alles noch, dieses Bleikristall, glaube ich, ist das wirklich sehr beeindruckend. Ja. Keine Ahnung, wo jetzt hier genau die Särge aufbewahrt worden sind. Ich glaube, hier in der Mitte des Raumes ist so eine Art Grabplatte. Ich weiß auch, wo ich früher mal hier war, sah es noch ein bisschen anders aus. Da war die noch deutlich größer. Und ich glaube, dass hier in der Mitte der Sarg stand oder die Särge, keine Ahnung. Ja, und man muss auch mal sagen, dass die früher eine richtig tolle Bauweise hatten. Da hat man sich noch richtig Mühe gegeben mit den ganzen Verzierungen. Allein in den Fenstern hier sind natürlich jetzt alle schon ohne Glas. Aber hier, bei dem einen Fenster hier, da ist zumindest noch der Stahl drin, das Metall. Wo man dann sehen konnte, wo das Glas drin eingefasst war. Und ich bin mal ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wozu ein Mausoleum ist oder wie das. Naja, also da hat eine Familie oder ja, ihre Toten begraben. Es ist wie ein Friedhof. Das hat natürlich nicht jede Familie leisten können, so ein Mausoleum zu bauen für ihre Verstorbenen, aber es ist nicht mehr und nicht weniger als ein Friedhof, würde ich mal sagen. Aber eine kurze Frage, ob du das weißt dann. Die ganzen, die sind jetzt hier unter dem Boden begraben? Nein, die waren wahrscheinlich hier irgendwie, dass die Särge hier standen oder ein bisschen weiter tiefer waren die vielleicht auch eingefasst, aber heute ist da keiner mehr. Die sind alle also umgebettet worden mit Sicherheit. Das ist nur noch jetzt das Gebäude hier. Ach so. Genau nachguckt, bemerkt man, dass der ganze Boden voller Sand tatsächlich ist. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen weggemacht, damit man sieht, was hier für Fliesen waren. Die kann ich mal zeigen. Sagen, es ist ein richtig toller Lost Place, ein richtig tolles Gebäude. Von außen ist es toll anzusehen und ja, von hier innen auch.
ist natürlich schon ziemlich viel kaputt. Ist klar, über 100 Jahre alt. Aber ich finde, das hat sich auf jeden Fall total gelohnt, dass wir hierher gekommen sind. Und wir gehen immer weiter gleich. Oder wir fahren noch mal weiter, besser gesagt. Denn ganz in der Nähe ist hier noch so ein kleiner geheimer Friedhof, sag ich mal, den auch wahrscheinlich kaum jemand noch kennt. Der ist mitten im Wald versteckt. Vielleicht finden wir den ja auch noch mal. Aber vorher noch ein bisschen wollte ich mich umgucken, hier von außen noch mal das Gebäude genießen. So, jetzt sind wir schon auf dem Weg und auf der Suche nach dem eben genannten Friedhof. Das Mausoleum war schon nicht ganz so einfach zu finden, auch dieser Friedhof, der ist richtig schwer zu finden. Das ist deshalb, weil der Friedhof eben kein hohes Gebäude ist, sondern es ist eher so eine flache Angelegenheit. Und meine Erinnerung sagt mir, dass da so eine kleine Mauer drum gewesen ist, dass der ziemlich zugewachsen war. Manchmal ist es dann doch einfacher, als man sich das gedacht hatte. Zufälligerweise sind wir schnurstracks darauf zugegangen. Haben wir auch nie geschafft, also auch früher nicht. Wir haben früher immer ziemlich suchen müssen. Ja, hier ist er vor uns.
Ich bin auch am Überlegen, ob der Friedhof auch ein privater Friedhof ist, weil der steht halt wirklich mitten in einem Waldgelände. Also ich weiß ja sonst auch, wo Friedhöfe sind und die sind eigentlich, also ich kenne, also wirklich, das ist schon komisch, der steht hier mittendrin, nicht mehr ein richtiger Weg führt hier hin. Ich kann mir gut vorstellen, dass das früher mal ein Weg war und der jetzt einfach zu ist, weil wenn man hier auch liest, die sind schon länger tot. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel 1945 und so, also das ist schon ein sehr alter Friedhof. Ja, weiß ich auch nicht, warum der jetzt hier mitten im Wald ist, was das jetzt hier für einen Hintergrund hat. Ob man das noch googeln kann und rauskriegt, glaube ich auch nicht. Vielleicht müssen wir mal Oma und Opa fragen, vielleicht wissen die das. Mitten im Wald, in der Nähe von diesem Friedhof, haben wir noch was gesehen. Und zwar, hier stehen überall solche Tafeln rum. Mit, also hier sind auch so Sachen drin, so wie ich das jetzt erkenne. Ganz viele Sachen aus dem christlichen Glauben, wie sagt man es, aus dem Christentum, sagt man so. Also ganz viel mit Jesus und der Kreuzung, oder wie das hieß. Und Kreuzigung. Ich kenne mich damit nicht so aus, wie gesagt. Das Einzige, was ich mal mit dem Christentum tatsächlich zu tun hatte, war mein Kindergarten, weil das war so ein christlicher Kindergarten und da hatte ich auch so eine Kinderbibel bekommen. Also so auskennt tue ich mich nicht. Ja, und das Unglaubliche ist, also ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal war, aber selbst Stefan kennt das noch aus Kindertagen und wir haben es gehofft zu finden und war auch ganz einfach gerade. Also faszinierend, dass das so viele Jahre hier hält. Ich habe gerade mal überlegt, dieser Waldfriedhof ist ja schon alt und das ist bestimmt noch älter, denke ich mal, oder vielleicht aus der gleichen Zeit. Hier war wohl auch mal ein Schloss und müsste auch über 100 Jahre alt sein, denke ich mal alles. Warum haben die alle keine?